Haspen Hotel ist endlich da. Es gibt so viele Dinge, über die ich reden will. Die Geheimnisse des Himmels, Alistairs neue Fähigkeiten und. Aber zuallererst will ich etwas über einen meiner Lieblingscharaktere sprechen. Vox, der beste Fernseher, den man mit Seelen kaufen kann. Fangen wir bei den grundlegenden Sachen an. Vox ist ein Sünder, also ein Mensch, der viel Shit gemacht hat und jetzt in der Hölle schmort. Er starb ungefähr in den 1950er Jahren und war wahrscheinlich ein Nachrichtensprecher. Jetzt ist er ein Overlord oder in der deutschen Version ein Höllenbaron. Zusammen mit Velvet und Valentino bilden sie die drei Vs und terrorisieren die Hölle. Vox' äußere Erscheinung ist wie eine futuristische Anlehnung an die Technologie selbst. Sein Gesicht, oder besser gesagt sein Bildschirm, fungiert als Fenster zu einer Welt voller digitalen Geschick und einer Aura der elektronischen Dominanz. Und ein kleiner Funfact: Er hatte früher einmal, wie wir in diesem Bild aus Episode 2 sehen können, so eine große Kiste als Kopf. Und mittlerweile hat er sich aufgerüstet. Upgrades, people, upgrades! Und jetzt ist er ein Flachbildschirm. Er ist im Grunde das absolute Gegenstück zu Alistair. Er entwickelt sich ständig weiter, verändert sich und ist überaus modern, auch von der Sprache. Alistair hingegen ist sehr klassisch und strebt sich gegen alles, was nach seiner Zeit kam, ganz besonders gegen das Medium Fernsehen. Und Vox ist die Personifikation von allem, was Alistair hasst. Vox strebt nach Macht und Aufmerksamkeit und geht auf dem Weg dahin durch Allianzen und Freundschaften. Und so hat er das Team der Vs gegründet und mit Valentino war er ebenfalls mal in einer Beziehung. Ob das allerdings noch Gültigkeit besitzt, ist nicht geklärt, da es ja in der fertigen Serie anders aussieht. Zumindest dürfte er noch immer bisexuell sein. Er zählt zu den führenden Dämonen in Sachen Technologie. Und hier kommen seine Kräfte ins Spiel. Er ist ein sogenannter Technopath. Jemand, der mit Magie, Technik seinen Willen aufzwingen kann. In einer Zeit wie die unsere, absolut mächtig. Zusätzlich haben wir in Episode 2 gesehen, dass er auch Personen hypnotisieren kann. Und so konnte Vox eine große Masse an Sündern an seine Produkte und Shows binden. Bestimmt konnte er viele Deals schließen und auch Seelen sammeln. Aber wie mächtig Vox in einem richtigen Kampf wäre, kann man noch nicht sagen. Wenn ich raten müsste, dürfte er der stärkste der Vs sein. Dennoch schwächer als Alistair und somit in der Overlord-Rangliste recht weit oben. Trotzdem kommt er auf keinen Fall an die Ars Goetia Oberschicht wie Stolas ran. Zumindest nicht ohne entsprechende Waffen. Zu seinen weiteren Fähigkeiten zählen unter anderem blitzschneller, fast schon teleportationsartiger Transport über Stromnetze, Beeinflussung von Massen via großflächiger Manipulation und anscheinend kann er durch seine puren Emotionen das gesamte Stromnetz beeinflussen und sogar lahmlegen. Vox wird die Rolle eines größeren Antagonisten in Haspen Hotel einnehmen und weiterhin die des Rivalen von unserem geliebten Radio Demon. Aber ja, das war's. Mehr gibt es aktuell nicht über Vox zu wissen. Zumindest für den Moment. Für mehr Haspen-Content abonniere doch gerne den Kanal, like das Video und schau unbedingt mal in dieser Playlist vorbei. Bis zum nächsten Mal und stay tuned.